Ich probiere es einfach mal hier auf dem Weg. Hier probiere ich es. Kann ich dann eigentlich auch gleich so nennen. Erdweg. Was steht da? Okay. Geht nicht. Also ich kann nicht auf Steinweg gleich Erdweg machen. Weil ich wahrscheinlich nur auf Erdweg einen Steinweg, oder? Ja, auf Erdweg. Steinweg geht aber. Andersrum nicht. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob wir wieder die Steine rauskriegen. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm, weil ich dann den Vorgang abbrechen kann und so. Aber wenn, dann wäre es gut. Dann könnte ich oder würde ich hier halt die ganzen Straßen wieder durch. Und ich lasse es einfach so. Irgendwann upgrade ich dann die Straßen, glaube ich, sowieso auf Steinstrecke. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, man kriegt nichts raus. Okay, aufhören. Stopp! Ah, das ist aber schade. Okay, dann muss ich halt nochmal einen Stein holen und den Weg hier halt wieder steinigen. Steinig pflastern. Dass es wieder passt. Okay. Ja, okay. Dann mache ich jetzt erstmal wieder Dreckwege, weil wir nicht so viel Steine haben. Und irgendwann mal in den kommenden 1000 Folgen, ich glaube, ich mache nicht so viel, mache ich dann die Wege wahrscheinlich aus. Da sieht man schon, die haben eine hungrige Hungerproblem. Und jetzt sterben mir alle Leute in diesem Dorf weg. Und wenn diese ganze Leute weggestorben, mache ich wahrscheinlich Staffel 2 von diesem Spiele. Mit einer neuen Stadt und mal schaue. Ja, oh, das ist mir schon mal passiert. Es haben da alle Hunger. Allesamt haben jetzt Hunger. Was macht denn der da? Es ist. Ach, das ist. Nee, ich habe gerade gedacht, das ist nicht vorgeschaltet. Okay, Iron Tool, halt. Die können doch einfach da die Iron Tools essen. Okay, die Sammler, die sollten sich mal beeilen. Labor. Okay. Ich mach den mal hier, oder? Ist das hier Bauarbeiterin oder Sammlerin? Was ist das für eine? Job Gaza. Gazarea. Ah, die ist eine Gazarea. Was hat die im Inventar? Gar nichts. Geht wohl gerade auf Pilzjagd. Okay. Antrag ist genehmigt zur Rente. Ah, oh, die sollen sich mal beeilen. Die sterben doch vor lauter Hunger. Hier, die Leute, die armen Leute. Ach, die armen Leute. Kann ich eigentlich ganz rein theoretisch die Pilzchen ganz rein theoretisch die einzelnen Pilze dazu auffordern, also die Leute dazu aufzufordern, hier die Pilze abzubauen und dann hier reinzutun. Wenn das so wäre, wäre es gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, die macht die Pilze einfach nur weg. Und? Nein, es hat die. Die machen also die Pilze weg. Stopp. Ja, die holt Pilze. Wie viel hat die? 22 Mushrooms. Beeil dich, Schätzchen. Die Leute sterben jetzt sonst noch weg. Los, lauf, Marathon, lauf. Beeil dich. Du schaffst es. Mit meiner kaputten Stimme. Du schaffst es. Ja, 22 Mushrooms. Okay. War wohl zu viel des Guten hier. Na. Okay. Was? Wo läuft denn die? Das ist doch nicht den ihr Ernst, oder? Die holen Pilze und dann schleppen die das Essen einfach in einen Haushalt, wo schon Essen hat. Was? Vier neue. Okay, ich mache hier bei Gararea einen hin. Dann hier bei Bilder und hier bei Farmer noch zwei. Dass die Farmer hier schneller sind und dann. Okay, anfangs haben wir ja alles gedacht schon.
Spätsommer. Dass die Arbeiter, also die Farmer hier, schneller sind und schneller die Felder fertig haben, weil die haben sie fast fertig, okay. Dö, 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 dö. Okay, das passt eigentlich. Dann mache ich hier wieder zwei weg und füge hier, oder? Nee, ich füge dann hier ein. Oder die Black Schmiede, wie viel habe ich hier? Das passt. Wie cool, okay. Okay, vier reichen hier aus. Bei den Fällen reichen auch nur zwei aus. Das passt hier. Sommer, okay. Pünktlich wie eh und je. Und wie viele Patienten haben die? Null Patienten. Die sollen mal hier zum Arzt rennen. Die ganzen Leute. Kriegen die jetzt endlich Essen oder verhungern die wieder? Ich glaube, den hat man wieder das ganze Essen geklaut. Wie immer halt. Okay. Felder sind fast fertig. Was wollte ich? Genau. Förster, Holzfäller. Holzfäller. Holzfäller mache ich mal zwei. Und dann füge ich hier nochmal bei. Oder? Nee, Labora. Ich füge dann hier mal bei. Entweder Farmer oder. Ich füge bei Bilder ein noch hinzu. So. So, okay. Weil jetzt kann ich. Also, ich kann es mir jetzt erlauben. Hier die ganzen Steine fällen zu lassen. Ah, meine Stimme. So, jetzt kann ich hier die ganzen Steine fällen lassen. Ist ja jetzt nicht mehr schlimm, wenn die nicht mehr da sind, also nicht mehr so oft da sind, weil die hier die Steine fällen, weil ich die ja gerade nicht brauche. Okay. Dort sind noch Steine. Hier sind noch Steine. Da ist noch Stein. Dort sind noch Steine, aber. Also, ich finde die Musik ja auch cool. Passt zum Spiel. So. Dann hier auch noch das Eisen und den Baum. Und hier das ganze Eisen noch weg. Okay. Weil ich hier will einen ganzen reinen Wald haben. Und Steine nerven und stören halt da zwischen. Ein bisschen. So, mache ich das hier weg, dann mache ich das hier weg, dann mache ich die hier weg, dann mache ich die hier weg, dann mache ich das hier weg. Dann mache ich Datte hier weg und dann auch Datte hier. Datte hier. Datte hier. Okay, weil jetzt kann ich es mir leisten. Ich habe 7 Arbeiter, davor 4 oder 5 und es geht halt alles doppelt so schnell, also mit den Abbauarbeiten, was ja besser ist und ja. Die ernten hier auch schon das Feld. Die hier haben keine Hungersnot mehr. Die hier haben hoffentlich auch gleich keine mehr. Wenn die nicht zu faul wären und sich was zum Essen holen würden. 128, das passt. Das passt. Das passt locker. Damit kommen wir wieder locker flockig über den Winter. Diesmal haben wir ja 4 Gatterleer, also 4 Sucher. Und ein neues Hütchen hier. Im schönen Waldgebiet, wo viel besser ist. Okay. Die holen sich dann noch was zum Essen. Was? Die Reserve auf Futter. Auf. Warum heißt das eigentlich Futter? Das kann doch einfach Essen heißen oder so. Ja. Dö, dö. Das Lied ist, glaube ich, auch neu. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Ja, hier ist auch das Essenssymbol weg. Jetzt ist es wieder da, jetzt ist es wieder weg.
Okay, es ist weg. Okay, dann mache ich jetzt wieder Aufnahmepause. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Banished. Und dann sage ich einfach mal ganz natürlich Tschüss.